Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur zweiten Vorlesung, der ich den Titel gegeben habe, Möglichkeit und Notwendigkeit. Das ist bezeichnet eine Spannung, die sowohl autobiografische Aspekte wie auch literarische Aspekte hat, die miteinander verbunden sind. Aber das ist das Thema der Vorlesung. In meiner ersten Vorlesung habe ich dargestellt, wie aus dem Zerfall der geschlossenen, gottzentrierten, mittelalterlichen Weltordnung und später nach dem Scheitern der immer noch im heilsgeschichtlichen Muster denkenden Geschichtsphilosophie von Hegel bis Marx allmählich unsere heutige plurale Welt entstanden ist. Es ist eine Welt sich ausdifferenzierender Verschiedenheiten und konkurrierender Lebens- und Bewusstseinsformen, in der es den einzelnen Menschen oder den Lebensstilgruppen anheimgegeben ist, die Sinngebung des Sinnlosen zu betreiben, die einmal Aufgabe der Religion und der Anspruch der nachfolgenden totalitären Ideologien war. Nachdem in den Abschnitten der modernen Bewusstseinsgeschichte, die man als erste und zweite Aufklärung bezeichnen könnte, deutlich geworden war, dass Sinn nichts objektiv Gegebenes ist, sondern ein menschliches Konstrukt, verloren die übergreifenden Weltdeutungssysteme der Religion und der nachfolgenden totalitären Ideologien ihre Autorität. Nun liegen die Trümmer der großen Systeme herum und jeder kann sich daraus das Baumaterial für sein eigenes privates Sinngebäude zusammenklauben. Oder er kann Unterschlupf suchen bei einer der vielen Bergungsgemeinschaften, den Sekten und Therapiegruppen und den die neben den traditionellen Kirchen auf dem Markt der Sinnangebote um Anhänger oder sagen wir um Kundschaft werben. Jeder kann davon Gebrauch machen, wie er will. Im bürgerlichen Grundrecht der Freiheit des religiösen und weltanschaulichen Bekenntnisses ist das ausdrücklich anerkannt und damit auch zur privaten Beliebigkeit erklärt. Denn Demokratie ist im Gegensatz zu einem häufigen Missverständnis keine Gesinnungsgemeinschaft, sondern ein System von Verkehrsregeln, das vor allem die Entfaltung von Verschiedenheit und Dissens ermöglicht. Der von Fall zu Fall notwendig werdende praktische Konsens wird durch Diskussionen und Abstimmungen hergestellt. Aber die Entwicklung einer Lebensperspektive, eines persönlichen Lebenssinns, bleibt trotz aller Bildungsangebote die intime und unantastbare Domäne der Individuen, denen es darum geht, mitten in den Widerständen, Widersprüchen und Zufällen ihrer Lebenswelt und in der unbestimmten Spanne ihrer Lebenszeit ihre eigene Notwendigkeit und Wahrheit hervorzubringen. Die Vorstellungen, die man sich vom richtigen und wünschenswerten Leben macht, unterliegen natürlich selbst dem historischen Wandel. Der Soziologe Ulrich Beck konstatiert in seinem Buch Risikogesellschaft einen solchen Stilwechsel und Wertewandel für den Übergang von den 60er zu den 70er Jahren. Er schreibt, in den 50er und 60er Jahren haben die Menschen auf die Frage, welche Ziele sie anstreben, klar und eindeutig geantwortet in den Kategorien eines glücklichen Familienlebens mit Plänen für das Einfamilienhaus, das neue Auto, die gute Ausbildung der Kinder und die Erhöhung des Lebensstandards. Heute sprechen viele hier eine andere Sprache, die Waage um Selbstverwirklichung, die Suche nach der eigenen Identität kreist, die Entwicklung der persönlichen Fähigkeiten und das In-Bewegung-Bleiben zum Ziel hat. Dementsprechend fortschreitende Differenzierungen in der sozialen Struktur, die neue Spielräume für individuelle Lebenskonzepte öffnen. So sind neben Ehe und Familie, die durch wachsende Scheidungsraten ihre lebenslangen Sicherheitsgarantien verloren haben, zunehmend alternative Lebensformen entstanden, wie Single-Existenzen und alleinerziehende Eltern oder Wohngemeinschaften, die auf unterschiedliche Weise Vorzüge des Gemeinschaftslebens mit dem Bedürfnis nach individueller Freizügigkeit zu verbinden suchen.
Der sich beschleunigende soziale Wandel, der ständig alte Erfahrungen, altes Können und altes Wissen entwertet und schon die nahe Zukunft undurchschaubar macht, lässt die Lebensplanung vieler Menschen kurzfristig und vorläufig werden und nötigt sie zur Improvisation. Wer sich auf dem Markt behaupten will, muss fähig sein, neue Kenntnisse zu erwerben und neue Anfänge zu wagen oder auch für unbestimmte Zeit Umwege zu gehen und mit Ersatzlösungen zu leben. Der Taxifahrer mit Hochschulbildung ist längst keine Seltenheit mehr. Das wird für viele ein zusätzlicher Anlass, die Mobilität behindernde Bindungen wie die Gründung einer Familie zu scheuen und in einer existenziellen Schwerpunktverlagerung anstelle der Verpflichtung gegenüber anderen die Verpflichtung gegenüber sich selbst zu setzen. Der neue Wert der Selbstverwirklichung tritt in eine Dauerspannung zum Sozialcharakter traditioneller zwischenmenschlicher Moral. Das macht schwierige Balancen und konfliktträchtige Synthesen nötig und vergrößert das Risiko des individuellen Scheiterns. Es ist lebenspraktisch und moralisch gesehen immer das doppelte Risiko, taumelnd und umherirrend zwischen Notwendigkeit und Möglichkeit, beides zu verfehlen. Davon, ich sagte es zum Schluss der ersten Vorlesung, handeln meine Bücher. Das bedarf der Erläuterung und einer differenzierenden Korrektur, um naheliegende Missverständnisse zu vermeiden. Keineswegs stand mir, während ich meine Bücher schrieb, das hier skizzierte Lebens- und Gesellschaftsbild vor Augen. Schon deshalb nicht, weil es in den ersten anderthalb Jahrzehnten meines Schreibens historisch noch nicht voll entfaltet und schon gar nicht beschrieben war. Für mich ist das ein nachträgliches Wissen, vor dessen Hintergrund ich meine Themen und Problemstellungen in einer neuen Ausdrücklichkeit wiedererkennen und beschreiben kann. Damals dagegen, als ich anfing zu schreiben, stand ich den Zuständen und Strukturen, die ich jetzt im Überblick beschrieben habe, nicht gegenüber, sondern war in sie verwickelt. Sie bildeten das unübersichtliche, schwierige und auch bedrohliche Terrain, durch das ich mir, beladen mit dem üblichen Lebensgepäck von Alltagssorgen und Orientierungsschwierigkeiten, einen eigenen Weg bahnen musste, nicht ahnend, wie mir das gelingen und wo mich das hinführen würde. Aber das erzähle ich besser in einem autobiografischen Rückblick. Er wird von zweierlei handeln. Von den praktischen Überlebensschwierigkeiten, in die ich durch den hartnäckig festgehaltenen Wunsch, Schriftsteller zu werden, mit meiner Familie hineingeriet, und von der Entstehung eines eigenen Themas. Es ist eine Geschichte vom Reibungswiderstand des Lebens, ohne den, meiner Überzeugung nach, keine persönliche Sicht des Lebens entstehen kann. Ich habe im vergangenen Jahr, ein halbes Jahrhundert nach Kriegsschluss, ein Buch veröffentlicht, das von meinen Erfahrungen als 17- bis 19-jähriger Soldat im Zweiten Weltkrieg handelt. Es heißt Der Ernstfall, ein Titel, mit dem ich ausdrücken wollte, dass der Krieg, wie ich ihn in den wechselnden Szenarien der Kaserne, der Front, der Lazarette und des Gefangenenlagers erlebte, ein harter Zusammenstoß vager jugendlicher Abenteuer- und Heldenfantasien mit der blutigen und dreckigen Wirklichkeit war. Doch könnte ich mit dem gleichen Recht den Krieg als den Höhepunkt der Unwirklichkeit bezeichnen, da viele Situationen, vor allem an der Front, so fremdartig, unentrinnbar und überwältigend waren, wie man es sonst nur aus Albträumen kennt. Es ist nicht bloß eine Metapher, wenn ich sage, dass das Ende des Krieges, den ich zufällig überlebt habe, für mich ein allmähliches Erwachen war. Ich begriff in wiederkehrenden Aufwallungen von Glück, dass ich lebte. Das war die elementare Gewissheit, von der ich noch ausgehen konnte, während sich die ganzen Dimensionen des Massentodes und des Massenmordes allmählich enthüllten. Das Kollektiv war der Wahnsinn. Man konnte sich nur auf sich selbst verlassen.
Eine nachhaltige Folge meiner Kriegserfahrung war es, dass ich mir nicht vorstellen konnte, das Leben werde in absehbarer Zeit zu den Ordnungen eines bürgerlichen Alltags zurückkehren. Ich holte zwar das Abitur nach und studierte, machte mir aber keine Gedanken über die Zeit nach dem Studium. Einen Beruf anzustreben, etwa in dem ich Staatsexamen machte, erschien mir überflüssig oder gar als eine existenzielle Falle. Und wenn ich in irgendeinem Personalfragebogen mein Berufsziel angeben musste, schrieb ich das Wort Journalist hin, was aber nur eine Tarnbezeichnung war. Denn um die Wahrheit zu sagen, hätte ich Schriftsteller schreiben müssen. Doch das wäre als eine peinliche Anmaßung erschienen und hätte Kopfschütteln ausgelöst. Und so behielt ich diese Fantasie für mich. Ja, ich verbarg sie sogar in einer Art Halbschatten vor mir selber. Ich fühlte, dass es besser für mich sei, noch eine unbestimmte Zeit in spielerischer Beiläufigkeit damit umzugehen. Als Schüler hatte ich eine Reihe von Gedichten und zwei Theaterstücke geschrieben. Nach dem Krieg, im Winter 1946-47, als ich im sogenannten Bautrupp der Universität Bonn Aufräumungsarbeiten machte und wieder zusammen mit 11 anderen Männern meines Alters in einer Kasernenstube hauste, hörte ich im Radio die Uraufführung von Wolfgang Borcherts Heimkehrerstück »Draußen vor der Tür« und war so beeindruckt, dass ich bald danach wieder zu schreiben begann. Während der ersten Semester schrieb ich jedes Wochenende eine Kurzgeschichte oder ein Gedicht, weil dann der Kommilitone, mit dem ich ein Zimmer teilte, nach Hause fuhr. Ich schrieb unter dem Eindruck von Wolfgang Borchert, später unter dem von Hemingway. Und ganz schlecht scheinen die Texte nicht gewesen zu sein, denn es fand sich ein kleiner Verlag, der sie veröffentlichen wollte. Von heute aus gesehen hatte ich das Glück, dass dieser Verlag vorher bankrott ging. Ich schrieb noch eine Zeit lang weiter, um dann in der Erkenntnis, dass ich noch in fremden Mustern und fremden Sichtweisen geschrieben hatte, alles bis dahin Entstandene, die Gedichte, die Kurzgeschichten, einen kleinen Roman und die beiden Theaterstücke aus meiner Schulzeit, verbrannte. Das war keine Resignation, sondern im Gegenteil eine innere Klärung und ein Aufschub in der Gewissheit, nach dem Studium näher bei mir selbst einen neuen Anfang zu machen. Jetzt wollte ich zunächst einmal meine Dissertation über Gottfried Benn schreiben. Aber weder der innere Vorsatz, später mit dem Schreiben weiterzumachen, noch der Entschluss, das Studium mit einer Promotion zu beenden, vertrieben die Nebelbank, hinter der die Zukunft verborgen war. Mir war wohl bewusst, dass dort, nach dem allmählich näher rückenden Ende des Studiums, nichts und niemand auf mich wartete. Aber das verdeckte ich immer wieder mit den Arbeiten, auf die ich mich gerade konzentrierte. Obwohl, oder vielleicht eher, weil ich die Jahre des Studiums als eine Zeit aufregender geistiger Entdeckungen erlebte, war es auch die Zeit eines verlängerten Tagtraums, dessen unsichtbare Schutzhülle die schmerzhaften Forderungen des Realitätsprinzips noch von mir fernhielt. Umso drastischer und unausweichlicher packte es mich dann in den folgenden Jahren. Kurz nach der Promotion, im Frühjahr 1952, heiratete ich, und da ich ohne eine berufliche Perspektive war, wurde ich zunächst, als müsse ich den falschen Berufswunsch auf meinem Personalblatt nun wahrmachen, Redakteur einer überregionalen Studentenzeitung. Meine Frau fand eine Stelle als wissenschaftliche Mitarbeiterin an einem Universitätsinstitut. Aber als das zweite Kind geboren wurde, später kam mit einigem Abstand noch ein drittes hinzu, verlor sie ihre Stelle und nun musste ich versuchen, schreibend den Lebensunterhalt der Familie zu verdienen. Jahrelang schrieb ich am laufenden Band Radiofeatures und Nachtprogramme über literarische, philosophische und soziologische Themen, die ich mir zum größten Teil erst in einem Schnellverfahren erarbeiten musste. Anfangs war das interessant, doch bald musste ich erkennen,
dass ich mich dabei abnutzte und immer weiter von mir abkam. Angebote, in einer Presseagentur zu arbeiten oder in ein Bonner Ministerium einzutreten, hätten finanzielle Sicherheit gebracht, aber es wäre das Ende meiner literarischen Pläne gewesen. Um mich ihnen wieder zu nähern, begann ich Hörspiele zu schreiben und hatte damit Erfolg. Aber zweimal hatte ich inhaltliche Auseinandersetzungen mit dem verantwortlichen Redakteur. Ein Stück, das von einer geplanten Abtreibung handelte, sollte nach seiner Meinung mit dem Entschluss des Paares enden, das Kind zur Welt zu bringen. Ich weigerte mich, diese Forderung zu erfüllen und bekam Schwierigkeiten, auch bei meinem nächsten Stück. Später erhielt ich für das Abtreibungsstück den Hörspielpreis der Kriegsblinden. Inzwischen hatte ich mich daran gemacht, ein Buch über Gottfried Benn zu schreiben, über den ich promoviert hatte und über den es damals noch keine anderen wissenschaftlichen Arbeiten gab. Ich musste Schulden machen, um das Buch schreiben zu können. Wir wohnten inzwischen auf dem Land in einer billigen Schrottbude, weil uns die Universitätswohnung nach der Entlassung meiner Frau gekündigt worden war. Unsere Lage war ziemlich aussichtslos, als ich wegen der Beachtung, die mein Buch über Benn gefunden hatte, das Angebot bekam, Lektor im Verlag Kiepenheuer und Witsch zu werden. Ich sollte eine wissenschaftliche Abteilung aufbauen, bekam aber dann noch das deutschsprachige Lektorat hinzu. An eine größere literarische Arbeit war zunächst nicht mehr zu denken. Da ich als Lektor Erfolg hatte und die Arbeit interessant war, lag es nahe und wurde mir auch nahegelegt, dies als meinen nun endlich gefundenen Platz in der Welt zu betrachten. Jeder Mann, nicht nur im Verlag, auch in der literarischen Öffentlichkeit, sah das so. Nur ich selbst wusste, dass es nicht so war und ich nach einiger Zeit mich wieder aus diesem Beruf zurückziehen musste. Um das verständlich zu machen und gegen das inzwischen etablierte Bild durchzusetzen, musste ich einen langen, schwierigen Beweisgang antreten. Die Legitimationslast, die ich mir vor aller Augen auflud, als ich ganz gegen die Usancen neben meiner Lektoratsarbeit literarisch zu schreiben begann, war beträchtlich. Nicht minder groß waren die praktischen Schwierigkeiten und die in Kauf genommene wirtschaftliche Unsicherheit, der ich meine Familie erneut aussetzte. Neutrale Beobachter mussten das Ganze für eine fixe Idee halten. Für mich war es eine innere Notwendigkeit. Ich suchte nur nach einer Möglichkeit, den Übergang in die riskante Existenz eines freien Autors einigermaßen realitätsgerecht zu gestalten. Die Gelegenheit kam, als ich das Angebot erhielt, Abteilungsleiter beim Rundfunk zu werden, mit einem wesentlich höheren Gehalt, als ich als Lektor bezog. Ich ging damit zu meinem Verleger und sagte: Damit können Sie sicher nicht konkurrieren, aber ich bleibe, wenn Sie mir stattdessen 2 freie Wochentage geben, damit ich schreiben kann. Aber die Lektoratsarbeit darf nicht darunter leiden, sagte er. Trauen Sie sich das zu? Blindlings antwortete ich ja. Es wurde weit schwieriger, als ich dachte, die beiden Enden des Waagebalkens im Gleichgewicht zu halten, also einerseits den Verleger und die Autoren zufriedenzustellen und ihr Vertrauen zu behalten, und dann, nach jeweils 3-tägiger intensiver Beschäftigung mit fremden Manuskripten, die Perspektive zu wechseln und mich wieder auf meine eigene Arbeit, den ersten und den zweiten Roman, einzustellen. Aber ich wusste, dass dieses Arrangement der einzige noch offene Weg war, meinem Ziel näher zu kommen. Und so machte ich mich an diese mühsame Wechselwirtschaft ganz nach dem zynisch heiteren Motto: Du hast keine Chance, also nutze sie. In den 70er Jahren habe ich dann die Gewichte mehr und mehr verschoben und mich schließlich ganz aus der Lektoratsarbeit zurückgezogen. Ich habe Ihnen die Geschichte einer langwierigen und schwierigen Selbstfindung nicht um ihrer selbst willen erzählt. Auch nicht, weil es interessant wäre, sie mit heutigen Selbstfindungsprozessen von Schriftstellern zu vergleichen, die unter anderen Bedingungen ablaufen. Gefördert zum Beispiel von einem reichhaltigen Angebot von Arbeitsstipendien
um die man sich mit einem Exposé und einer beigelegten Manuskriptprobe bewerben kann. Ich will nicht sagen, dass das grundsätzlich eine bessere Situation sei. Denn es kann problematisch sein, sich gleich zu Anfang einer öffentlichen Kontrolle auszusetzen und dann in Abständen zusammen mit anderen Debütanten zu Lese- und Gesprächstagungen eingeladen zu werden, bei denen die entstehenden Texte, die eigentlich noch den Schutz einer intimen, abgeschirmten Arbeitssituation brauchen, schon in den Kategorien des herrschenden Literaturbetriebs diskutiert werden. Es liegt nahe, dass man diese Situation und die in ihr sich artikulierenden Erwartungen verinnerlicht und sich daran gewöhnt, das Bezugssystem des Literaturbetriebs für die eigentliche Welt zu halten und Literatur für Literaten zu schreiben beginnt. Ich sehe natürlich auch, dass es in meinen Anfängen viele Situationen gegeben hat, in denen mir ein Stipendium Schwierigkeiten und lange Umwege erspart hätte, aber ich vermute, dass ich dann für mein Schreiben, meine Themenfindung, grundlegende Erfahrungen nicht oder jedenfalls nicht in gleicher Schärfe gemacht hätte. Mit meiner autobiografischen Erzählung wollte ich das anschaulich und einfühlbar machen. Ich konnte diesen umwegreichen, von Widerständen und Rückschlägen erschwerten Weg nicht ohne immer wieder aufkommende Gefühle von Bedrohung und Gefahr gehen, zumal ich ja nicht allein war, sondern eine fünfköpfige Familie hatte, die auf Gedeih und Verderb von mir abhängig war. Bei allen Entscheidungen, die getroffen wurden, war ich mir zwar mit meiner Frau einig, aber ich war mir ständig bewusst, dass ich ihre Solidarität für ein höchst persönliches Projekt in Anspruch nahm, das im Falle des Misslingens als ein abwegiger und zerstörerischer privater Wahn erscheinen musste. Welches Recht hatte ich also, dieses Risiko einzugehen? Welche Bedeutung hatte die Vorstellung, die man von sich selbst und einem eigenen selbstbestimmten Leben hatte? Das waren Fragen, auf die es vorweg keine Antwort gab. Das Leben würde die Antworten geben, und sie konnten bestätigend und widerlegend sein. Wenn man allerdings gar nicht erst versuchte, sein Lebenskonzept zu verwirklichen, dann würde man die Möglichkeiten, die man vielleicht gehabt hätte, auch nicht kennenlernen. Vor allem nicht die inneren Möglichkeiten, die sich erst entfalten konnten, wenn man es wagte, sie zu erproben. Tat man es vorsichtshalber nicht, dann bewegte man sich unvermeidlich in die Gegenrichtung einer sich als erwachsen gebenden Distanz zu den jugendlichen Fantasien. Man hatte da etwas zuzudecken und zu ersticken, doch so, dass es möglichst auch für einen selbst als Reifeschritt und heilsame Ernüchterung erschien. Es war eine Art Liebesverrat, ein gewollter Erinnerungsverlust, der zur Täuschung erklärte, was einmal als innere Wahrheit erschienen war. Das war allerdings besser als die hoffnungslos festgefahrenen Lebensträume, die den Manuskriptschrank meines Lektorats füllten. Bizarre Beispiele falscher Selbsteinschätzungen waren darunter. Doch es waren nicht immer durchweg schlechte Manuskripte, die in zahlreichen Kopien durch die Lektorate der deutschsprachigen Verlage kursierten und jedes Mal nach langer Wartezeit mit einem mehr oder minder formelhaften Absagebrief zum Autor zurückkamen. Ich konnte mir gut vorstellen, was das für einen Menschen bedeutete und wie es ihn auf die Dauer aushöhlen und zerstören musste. Es blieb auch nicht aus, dass ich solche Menschen kennenlernte, verzerrte Personen, schwanken zwischen Illusion und Entmutigung, andere erstarrt und festgefahren und wieder andere, die ständig der Realitätsprüfung auswichen und in Fantasien schwelgten oder sich in schnell wieder aufgegebenen oder ausrinnenden Anfängen verzettelten. Das alles stand mir vor Augen, als ich mich schrittweise den Schutzraum des Berufes verlassend daran machte, meinen eigentlichen Lebenswunsch zu verwirklichen. Ich kann nicht sagen, dass mir diese Beispiele Angst machten.
Denn so wie ich im Krieg gegen die statistische Wahrscheinlichkeit und den Augenschein geglaubt hatte, dass ich alles überleben werde, war ich auch jetzt überzeugt, nicht in einer solchen Sackgasse zu enden. Es war keine gleichbleibende und gesicherte Überzeugung, sondern eine, die sich, sobald ich Zeit und Konzentration für das Schreiben fand, immer wieder herstellte, wenn sie durch Störungen und Widerstände in Frage gestellt worden war. Das Schreiben war ein sich selbst verstärkender, Gewissheit produzierender Prozess. Auch wenn er wegen der vielen Unterbrechungen oder der Schwierigkeiten, die im Text selber lagen, häufig stockte. Wenn man mir aber die im Interviews mit Lektoren stets formulierte Standardfrage stellte, ob ich glaube, dass alle wirklichen Begabungen zur Entfaltung kämen oder manche auch untergingen, spürte ich, wie mich das spaltete. Ich stand plötzlich meiner inneren Spannung gegenüber. Einerseits war ich geneigt zu sagen, wer disponiert und wirklich motiviert sei, werde es auch schaffen. Andererseits unterstellte ich, dass die Auslesemechanismen des Literaturbetriebs und die Zufälligkeiten des Lebens vermutlich mit ungeheuren Verlusten arbeiteten, von denen niemand ein rechtes Bild hatte, da sie in der Stille der privaten Existenz als Beschämung, Hoffnungslosigkeit und Selbstzerstörung erlitten werden, ohne dass solche Niederlagen und Auslöschungen in der Gesellschaft das Gefühl hinterließen, irgendetwas sei verloren gegangen, was ein Wert hätte sein können. Es gab ja ohnehin von allem zu viel. Und die Auslesemechanismen, so kontraproduktiv sie sein mochten, erfüllten jedenfalls ihren Hauptzweck, das literarische Angebot etwas übersichtlicher zu machen. Wenn ich das formulierte, spürte ich, dass nicht nur in der ersten positiven Beantwortung der Frage eine Ermutigung für mich lag, sondern dass von dem eigentlich demotivierenden Schreckbild der Zerstörung und Verschleuderung von Möglichkeiten ein viel stärkerer, stimulierender Reiz für mich ausging. Die erste beruhigende Antwort, alles sei in Ordnung und jeder fände in der Welt seinen angemessenen Platz, langweilte mich. Sie erschien mir als falsche Harmonisierung. Die andere Antwort, die das Risiko verschärfte und dem unberechenbaren Zufall, der blind die Glücks- und Unglückskarten mischte und austeilte, eine mitentscheidende Rolle im Lebensspiel zusprach, regte meine Fantasie an. Es war ein Lebensbild nach meinem Geschmack, weil es in ihm ums Ganze ging und viele gegensätzliche Möglichkeiten dicht beieinander lagen. Konnte es überhaupt Glück geben, wenn alles erwartbar und vernünftig verlief? Nur in einem unberechenbaren Leben geschahen Dinge, die sich zu erzählen lohnten. Und nur vor dem Hintergrund aufregender Gewagtheit zeigte sich ein geordnetes, nach Plan verlaufendes Leben nicht nur als willkommener Schutzraum, sondern auch als ereignisarmes Gefängnis. Ich hatte bereits begonnen, das nachzustellen. Man kann auf zweierlei Arten mit Ängsten umgehen. Man kann sie verdrängen, kann die Bedrohungen verleugnen und Verletzungen beschönigen. Oder man objektiviert sie und schiebt sie aus sich heraus und stellt sich ihnen gegenüber, um sie genau anzusehen. Dies war der Weg, den ich einschlug, ohne mir das überlegt zu haben. Ich musste nur meinen Faszinationen folgen, dem Erkenntnisinteresse, in das sich die existenzielle Grundangst verwandelte, sobald ich sie in Form von Geschichten in all ihren verborgenen Möglichkeiten durchspielte. Ein seltsames, emotionales Paradox trat dann in Kraft, ein Mechanismus, den man Positivierung von Negativität nennen könnte, und der bewirkte, dass ich mich gut fühlte, wenn es meinen fiktionalen Pilotfiguren, die ich in schwierige und aussichtslose finale Situationen verstrickte, schlecht ging. Denn sie waren nicht ich, ich war nicht sie. Da ich ja bestimmen konnte, welche Fehler sie machten,
welchen Täuschungen sie erlagen und was dann mit ihnen geschah. Als der Regisseur ihres Scheiterns und ihres Unglücks stand ich außerhalb ihrer Lebensverhängnisse, obwohl es da immer eine vermittelte, mal nähere, mal fernere Beziehung gab. Sonst hätten sie mich nämlich nicht interessiert. Die Hauptfiguren meiner Bücher, Drehbücher und Hörspiele waren, wie es im Titel eines Aufsatzes aus dem Jahre 1991 hieß, als Double, alter Ego und Schatten-Ich, verschieden abgestufte Möglichkeiten der eigenen Person. Das Double ist eine Figur in fiktionalen Texten, in denen durchaus mit der Lizenz einer freien Bearbeitung autobiografische Erfahrungen wiederbelebt und durchgespielt werden. Im Double ist der Autor erkennbar wie in einem freien künstlerischen Porträt, nicht also im Sinne eines dokumentarischen Abbildes und nicht mit den Wahrheitsgarantien des ungeschriebenen Vertrages, den der Autor einer Autobiografie zum Beispiel durch einen Titel wie Mein Leben mit seinen Lesern schließt. Auch das natürlich ohne die Spielräume der subjektiven Deutung zu verstellen. Das Double in fiktionalen Texten gleicht dem Autor nicht unbedingt in jeder Hinsicht in einem engen, faktischen Sinn, sondern vielmehr auf wesentliche Weise, wie beispielsweise, um ein berühmtes Beispiel zu nennen, Marcel, der Ich-Erzähler der Recherche, dem jungen Marcel Proust gleicht. Das Alter Ego ist dagegen eine Bezugsfigur des Autors, die deutlich von ihm verschieden ist, aber ungelebte, nicht realisierte, abgewehrte oder unerfüllte Möglichkeiten von ihm repräsentiert. Die Figur kann in fast jeder Hinsicht anders sein als der Autor, wenn es nur einen Bezug gibt, der sie als anderes Ich mit ihm verbindet. So hat Flaubert über seine Romanheldin Emma Bovary, die sich nicht nur, weil sie eine Frau war, markant von ihm unterschied, den Ausspruch getan: Emma Bovary, das bin ich. Er hat nämlich in Emma einen Teilaspekt seiner Person dargestellt, und zwar den auf das Format einer naiven Provinzlerin heruntergestutzten Romantiker und Träumer, den er als sein unreifes Selbst empfand und den er im Roman, nicht ohne ihm ein gewisses Recht zu verschaffen, den grausamen Tod seiner Romanheldin sterben ließ. Das Schatten-Ich schließlich ist der dunkle, tief verdrängte Bodensatz einer Person, das, was gelegentlich zum Ausbruch kommt, wenn ein bis dahin unauffälliger, freundlicher Mensch zum Entsetzen und Unverständnis seiner Nachbarn und Kollegen sich umbringt oder einen Mord begeht. Das Schatten-Ich bricht sich auch Bahn, wenn jemand, der vielleicht eine Zeit lang unter Stimmungsschwankungen und kleinen Entgleisungen seines Verhaltens zu leiden hatte, eines Morgens erwacht und sich in einer beängstigend fremdartigen Welt voller aufdringlicher Stimmen und seltsamer Bedeutungen vorfindet, weil er verrückt geworden ist. Man kann an Kafkas in einen Käfer verwandelten Gregor Samsa denken. Oder auch, um einen psychologischen Kontext zu wählen, an Dostojewskis Roman Die Brüder Karamasow, in dessen Zentrum ein Vatermord steht. Alle drei Brüder Karamasow sind Teilaspekte Dostojewskis, also alter Egos seiner reich facettierten, widersprüchlichen Person. Aber da ist auch noch Smerdjakow, der uneheliche Sohn des alten Karamasow, der als das Medium seines Bruders Iwan den alten Karamasow umbringt. Ein Schatten-Ich seines Bruders, aber auch Dostojewski selbst, der seinen Vater bis zum Todeswunsch gehasst hat. Die Projektion solcher verborgenen Motive in eine literarische Figur ist ein häufiges Verfahren fiktionaler Fantasie. Die psychologische Bedingung seiner Möglichkeit ist die Sicherheitsgarantie, die in der Gestaltqualität des Werkes liegt.
Der Autor, der tabuierte, abgründige Aspekte des menschlichen Lebens zur Sprache bringt, muss durch die Geformtheit seines Werkes beweisen, dass er nicht alles nur ausagiert, sondern dass er die vulkanischen Substanzen seines Werkes unter der Kontrolle seiner Gestaltungskraft hat. Das ist auch der Sinn des Kunstvorbehaltes. Literatur kann die Schleusen öffnen und die Angst- und Schreckensstätte des Lebens sein, weil sie zugleich in der Gestaltqualität des literarischen Werkes den Gegenhalt zur drohenden Chaotisierung darstellt. Ich habe mit den Begriffen Double, Alter Ego und Schatten-Ich ein begriffliches Thema vorgeschlagen, um die flutenden Prozesse im Grenzbereich von Lebenswirklichkeit und literarischem Werk, Erfahrung und Fiktion besser fassen zu können, die die Literatur, so wie ich sie verstehe, die der Literatur, so wie ich sie verstehe, ihre emotionale Dynamik und erkenntniserschließende Kraft geben. Es ist ein Prozess fortschreitend sich differenzierender Selbsterforschung, die verborgenen, unverwirklichten Möglichkeiten auszuschreiben, die zum Spielraum des eigenen Lebens gehören. Alles, was man auch hätte sein oder tun können und was unter vielleicht nur geringfügig veränderten Umständen zur eigenen Lebensgeschichte hätte werden können. Der Ausgangspunkt muss keineswegs autobiografisch sein. Der Kick, die Evidenz, dass etwas ein Thema für einen ist, kann von ganz anderen, fremden Situationen ausgehen. Es ist wie ein inneres Aufmerken, dass da, meistens erst andeutungsweise sichtbar, etwas ist, was einen angeht, weil darin verborgene eigene Möglichkeiten stecken. Man nimmt Witterung auf und verfolgt eine fremde Spur immer auch auf der Suche nach sich selbst. Etwa geführt von Fragen wie, kann ich mir das vorstellen? Was wird dieser Mensch tun? Warum entscheidet er sich so? Warum täuscht er sich? Welche anderen Möglichkeiten hätte er? Wäre es mir genauso oder ähnlich ergangen? Oder wäre alles anders abgelaufen? Wo liegen die Ähnlichkeiten? Wo die Unterschiede? Wer bin ich also selbst? Wenn ich mir die Lebensdesaster meiner literarischen Figuren ansehe, die Selbstmörder, Mörder, Leute, die beruflich scheitern, Projektemacher, die in die Falle ihrer eigenen Fantasien gehen, andere, die stecken bleiben in einem falschen Leben, dann ist allerdings die These, es handele sich um ausfabulierte eigene Möglichkeiten, nicht ausreichend. Es scheint darin auch ein starkes Bedürfnis nach Unterscheidung und Abstand wirksam zu sein. Mindestens gleich stark wie das identifikatorische Erkennen, auch das bist du, auch das könntest du sein, ist die dagegen gerichtete Kraft der Unterscheidung, die die Gewissheit verstärkt, ich bin es nicht, ich denke anders, ich verhalte mich anders. Oder, um es auf die fundamentale Formel der Unterscheidung zu bringen, ich bin es nicht, der gestorben ist. Leiden, irren, sterben denn die fiktionalen Figuren anstelle von einem selbst? Ja, davon bin ich überzeugt. Und das ist der elementare Lustgewinn von Literatur. Der Schriftsteller ist der Zeremonienmeister eines symbolischen Menschenopfers. Und die Leser bilden die Gemeinde, die das Ritual mitvollzieht, indem die fiktionalen Figuren als Sündenböcke geopfert oder von Fall zu Fall begnadigt werden. Es ist ein sublimiertes Ritual der Unglücks- und Todesabwehr durch stellvertretende Opfer, denn es handelt sich ja nicht um wirkliche Menschen aus Fleisch und Blut, sondern um Figuren in simulierten Situationen, die uns allerdings im Vollzug des literarischen Lebensspiels so nah wie nur eben möglich kommen, sodass wir sie als unsere Vertreter erkennen. Auch das bist du, doch du bist es nicht. Diese beiden gegensätzlichen Lesarten überlagern sich
und bilden ein Umspringbild, das den Leser in einer unauflöslichen Spannung festhält und in das Geschehen hineinzieht. Gespannt sein heißt nämlich hin und her gerissen werden zwischen Teilhabe und Distanz, verstehen und befremden, gefesselt sein und sich lösen, ohne je ganz loszukommen, bis das Ende des Textes einen entlässt oder, wenn es ein offener, mehrdeutiger Schluss ist, auch dann noch eine Weile festhalten kann. Es gibt viele literarische Verfahren, um Spannung aufzubauen, zu steigern und durchzuhalten. Die Basisstrategie ist die Fragmentierung und Vorenthaltung von Informationen, wodurch das natürliche menschliche Bedürfnis, sich in fremden Situationen zu orientieren, Menschen zu verstehen, Handlungen und Geschehnisse zu beurteilen und ihre möglichen Folgen vorauszusehen, empfindlich gereizt und frustriert wird. Grund genug, weiterzulesen, um die fragmentarischen, noch so oder so deutbaren Einzelheiten allmählich in verständliche Zusammenhänge zu bringen. Dieses Bemühen um Orientierung befindet sich allein schon durch die Enge des menschlichen Bewusstseins oder Blickfeldes und durch die Tatsache, dass der Erzähler nicht alles auf einmal sagen kann, in einem grundsätzlichen, ich möchte sagen ontologischen Defizit gegenüber der extensiven und intensiven Unendlichkeit der Realität. Nur deshalb gibt es ja etwas zu erzählen. Darüber hinaus kann das Orientierungsbedürfnis vielfach in die Irre geführt werden durch Perspektivenwechsel, Widersprüche, Diskontinuitäten, Mehrdeutigkeiten und unzuverlässige oder verblendete, sich selbst täuschende Berichterstatter, also zahlreiche Erkenntnisbarrieren, die den Lesevorgang erschweren und die befreiende Befriedigung, die nach und nach sich entfaltende Komplexität einer Situation oder eines Geschehens verstanden zu haben, lange hinausschiebt. Doch das bleiben nur geschickt inszenierte Oberflächenspannungen, wenn der Text nicht die existenziellen Lebensinteressen des Lesers anspricht, seine Wünsche und Ängste, seine geheimen Fantasien. Und das kann überhaupt nur geschehen, wenn solche existenziellen Interessen auch schon das fantasieauslösende Motiv des Autors waren, als er zu schreiben begann. Oder schon als er in einer plötzlichen Evidenz erkannte, dass etwas, das ihm zustieß, begegnete oder auch nur beiläufig erzählt wurde, ein Thema für ihn sei. Im Gegensatz zu Autoren, die nach aktuellen Themen suchen und ihre Romane und Erzählungen von der Ausländerfeindlichkeit über das Drogenproblem bis zur Umweltzerstörung mit den laufenden Medienhits überfrachten, wird sich ein solcher Autor nicht an externen Wichtigkeiten orientieren. Denn für ihn ist Schreiben ein Prozess der Selbsterfahrung und Selbstentfaltung, der keinen vorgegebenen Zwecken dient, ein sich selbst verstärkender Vorgang, der im Ursprung nicht sozial ist und einen anderen Treibstoff braucht als bereits öffentlich sanktionierte Interessen. Ich habe darzustellen versucht, dass ich das Grundthema meiner Bücher in jener schwierigen Selbstfindungsphase meines Lebens gefunden habe, als keineswegs sicher war, wohin sie mich führen würde. Die Bücher, Hörspiele, auch einige Filme entstanden als Entäußerungen und Exponierungen der bis zum Extrem durchfabulierten bedrohlichen Möglichkeiten, die mir als Randrisiken meiner eigenen Situation vor Augen traten. Nicht selten auch, indem ich sie mit der Scharfäugigkeit meines Krisenbewusstseins bei anderen entdeckte. Ich befreite mich von diesen latenten Bedrohungen, indem ich sie radikalisierte und die fiktionalen Figuren, ich sagte es schon, an meiner Stelle opferte und sich verrennen und scheitern ließ.
Diese Perspektive verselbstständigte sich und entfaltete sich zu einer immer weiter ausdifferenzierten Sicht. Als das Gefühl einer existenziellen Bedrohung lebenspraktisch nicht mehr begründet war, blieb es immer noch ein Resonanzboden meiner Fantasie. Viele Jahre später las ich Kierkegaards Buch »Die Krankheit zum Tode« und fand mein Thema darin wieder. Ja, auch ich hatte von der Krankheit zum Tode geschrieben, in Varianten, die ich fast alle bei Kierkegaard interpretiert fand. Es waren lauter Varianten der Verzweiflung über die Verfehlung des eigenen Selbst oder der eigenen Notwendigkeit. Die Verzweiflung, las ich dort, ist die ohnmächtige Selbstverzehrung einer Seele, die nicht vermag, was sie eigentlich will. Verzweiflung zeigt sich einmal als ein Mangel an Möglichkeit, während man feststeckt in einer falschen Notwendigkeit. Oder umgekehrt als ein Sich-Verlieren in beliebigen Möglichkeiten, also als ein Mangel an Notwendigkeit. Es gibt die unwissende Verzweiflung des Menschen, der nicht weiß, dass er sein Selbst verfehlt, und auch das verzweifelte Nicht-Man-Selbst-Sein-Wollen, das aus der Schwäche kommt. Das alles hatte ich dargestellt. Einerseits Menschen, die möglichkeitsblind sind und ihr langsames, seelisches Sterben im Gleichmaß eines ungeliebten Lebens in mürrischer Geduld wie eine tägliche Selbstbestrafung ertragen, zum Beispiel die Lehrerin Carla in meinem ersten Roman »Ein schöner Tag«. Oder andere, die mit aller Kraft ihr Leben ändern wollen, dem Phantom eines alles wendenden Erfolges hinterherjagen und, getrieben von ihrem Wunschtraum, unüberschaubare Risiken eingehen und sich zugrunde richten. So Ulrich Vogtmann, der soziale Außenseiter und Aufsteiger, der in die Falle seiner Fantasie geht in dem Roman »Der Sieger nimmt alles«. Andere wechseln in einer ständigen Flucht von den Gewichten und Zwängen der Notwendigkeit von einer Möglichkeit zur anderen, wie der vagabundierende Allerwelts Don Juan in der Erzählung »Die Körper und die Träume«, während wieder andere nur in Wunscherfüllungsträumen und utopischen Vorwegnahmen leben und zurückweichen, wenn sich die Möglichkeit bietet, den Traum wahrzumachen, so Saskia, die unglücklich verheiratete Frau, die nicht wagt, mit ihrem Geliebten wegzugehen, in der Erzählung »Die Fähre nach England«. Und es gibt auch in dem Roman »Die Schönheit des Schimpansen« die verzweifelte Selbstauslöschung von Klaus Jung, der gezeichnet und gelähmt durch frühe seelische Verletzungen in selbstzerstörerische Wiederholungszwänge des Versagens hineingerät, die in ihm das Gefühl wachsen lassen, nie eine Chance gehabt zu haben, und der sich schließlich umbringt, nachdem er zuvor in einem Ausbruch blinder Wut eine Frau getötet hat, die nur eine Zufallsbekanntschaft war, aber seinem paranoiden Blick als eine neue Inkarnation des überall und immer wieder auftauchenden feindlichen Prinzips erschien. Die rasende, berserkerhafte Ekstase des Totschlages, das ist übrigens keine moralisch entrüsteten, sondern nur einem psychologischen Blick zugänglich, befreit ihn von der lebenslang aufgestauten Wut, sodass sein Selbstmord vergleichsweise sanft, fast wie eine Form regressiver Versöhnung geschieht. Er vergiftet sich durch Abgase in seinem Auto. Es sind nur einige wenige Beispiele aus der Gespensterparade der Personen, die ich auf den Weg brachte, um an ihnen die Unglücksmöglichkeiten des falschen und scheiternden Lebens darzustellen, die ich in radikaler Überbietung eigener innerer Spannungen und Ungewissheiten von mir wegschob, indem ich sie literarisch ausfabulierte und durcharbeitete. Ungeachtet des ganz anderen persönlichen Ansatzes wurden die so entstandenen Texte als eine ausgefächerte Gesellschaftskritik gelesen, die an wechselnden Beispielen den Preis einer von Konkurrenzdruck und Erfolgszwängen beherrschten und unter dem Gebot
der individuellen Selbstverwirklichung stehenden gesellschaftlichen Lebenspraxis zeigte. Das war nicht falsch, wie ja überhaupt verschiedene Lesarten von Texten immer eine eigene Berechtigung haben. Doch traf es besser auf die am Anfang meiner Vorlesung geschilderte heutige Risikogesellschaft zu, als auf die ruhigeren Formen der 50er und 60er Jahre, in denen ich zu schreiben begann. Das ist ein Beispiel dafür, dass aus den besonderen Empfindlichkeiten einer privaten Erfahrungslage vorauslaufend etwas entstehen kann, dem erst allmählich eine breitere soziale Beziehbarkeit und Allgemeingültigkeit zuwächst. Obwohl man als Autor immer auch der Anwalt, Seelenbegleiter und Kumpan seiner Figuren ist, da man sie ja mit eigener Erfahrung und Emotionalität beleiht, war es nicht meine Absicht, mit den scheiternden und fehllaufenden Lebensgeschichten meiner fiktionalen Personen die Gesellschaft zu verklagen. Ich folgte nur meinem Interesse, und das war nicht moralischer oder sentimentaler Art, sondern richtete sich phänomenologisch auf die Möglichkeiten und Mechanismen menschlicher Illusionsanfälligkeit und Selbstverfehlung. Also, um es mit einem geliebten Shakespeare-Wort zu sagen, dass wir aus solchem Stoff wie der von Träumen sind, weil wir nur eine begrenzte Lebensspanne haben, in der wir, nachdem er uns nicht mehr vorgesprochen wird, selbst den Sinn unseres Daseins finden müssen. Doch auch das stand mir anfangs nicht mit der Ausdrücklichkeit vor Augen, mit der ich es jetzt formuliert habe. Was mir Literatur bedeutete und wie ich sie verstand, wurde mir erst ganz deutlich, als im Jahre 1968 hier im Hörsaal 6 der Universität Frankfurt, der damals schon seit vielen Jahren der Hörsaal der Poetikvorlesungen gewesen war, der Tod der Literatur ausgerufen wurde. Ich wurde damit erst durch das berühmte Kursbuch 15 konfrontiert, in dem unter dem Eindruck der Pariser Mai-Unruhen eine Reihe von Autoren und Literaten, unter anderem Karl Markus Michel und Hans Magnus Enzensberger, in kulturrevolutionärer Forschheit verkündeten, Literatur sei überflüssig und belanglos, falls sie nicht unmittelbar der revolutionären gesellschaftlichen Veränderung diene. Ich hatte inzwischen meine beiden ersten Romane, ein Essayband und mehrere neue Hörspiele geschrieben und betreute als Lektor die literarischen Arbeiten einiger junger Autoren. Und so reizte es mich schon sehr, dass da einige Leute das Schild Schluss der Vorstellung auf die Bühne stellten. Unter allen emanzipatorischen Impulsen der 68er-Bewegung war diese aktionistische Einschränkung der Literatur auf Handlungsanleitungen und politische Agitation ein fremdartiger, dogmatischer Gedanke. Und so machte ich mich an eine Erwiderung. Ich schrieb dem Sinne nach, wenn man Literatur auf das beschränke, was sich unmittelbar in gemeinsame politische Aktionen umsetzen lasse, dann sei das die rigoroseste Verdrängung, die es je gegeben habe. Literatur sei vielmehr in meinem Verständnis eine imaginäre Probebühne, auf der alles, auch das scheinbar Abwegige und Verrückte, ausfabuliert werde. Dies sei auch ihre utopische Dimension. Denn was durchs Nadelöhr der jeweiligen Aktualitäten passe, sei immer nur ein winziger Ausschnitt aus dem Spektrum der menschlichen Möglichkeiten. Die Positionen des dogmatischen Aktionismus waren von den Meinungsführern der ersten Stunde schon längst wieder geräumt, als ich sie in den folgenden Jahren nach Lesungen noch immer formelhaft erstarrt zu hören bekam. Sobald man gelesen hatte, begann ein Verhör, in dem man genötigt wurde, Auskunft darüber zu geben, warum und für wen man schrieb und weshalb auf diese Weise und nicht zielgruppengerechter und praxisnäher. Literarische Texte zu schreiben war legitimationsbedürftig geworden und es wurde verlangt, dass man ihre Legitimation nicht mit immanent literarischen Kategorien versuchte.
Lassen Sie mich zum Schluss eine lyrische Marginalie vorlesen, die ich nach einer solchen Veranstaltung geschrieben habe. Das war im Jahre 1970, ein knappes Jahr nach der Veröffentlichung meines Essaybandes Literatur und Veränderung, in dem ich in Opposition zu den aktionistischen Konzepten meine Auffassung von Literatur entwickelt hatte. Das erregte natürlich manchmal Widerspruch und löste meist fruchtlose, quälende Wortwechsel aus, die mir, weil sich so vieles formelhaft wiederholte, mit der Zeit ziemlich auf die Nerven gingen. Später, wenn ich allein in meinem Hotelzimmer war, ließ ich alles von mir abrennen und allmählich stellte sich die vorübergehend verschüttete innere Gewissheit wieder her. Der Text lautet: Außerdem sagten Sie, außerdem ist das falsch. Außerdem belügen Sie sich. Die Literatur verändert nichts. Was denn? Die Ökonomie, die Politik, die Polizei? Und die Zahnschmerzen, rief jemand, ändert sie Zahnschmerzen? Besohlt sie Schuhe, rief ich, besohlt sie Schuhe? Das war wieder das Defizit, über das ich nachdachte. Es ist die Zukunft, alles steht noch aus. Und jetzt warten wir in diesem Hotelzimmer mit dem Schrank, in dem drei Bügel hängen, eine bestimmte Art von Leere und Genauigkeit, in die ich jedes Mal hineinschaue, als ob ich ein Buch öffne, das ich gelesen und nicht verstanden habe. Das kann nicht alles sein, diese Wiederholungen. Etwas fehlt, und ich dachte darüber nach. Auf dem Rücken liegend warte ich, dass sich alles langsam fortbewegt und das Papier weiß wird, weiß wie die Zukunft, ganz unbekannt. Ja, das war es. Das leere weiße Papier, mit dem die schriftstellerische Arbeit beginnt und das sowohl angstmachend wie auch lockend und herausfordernd sein kann, bedeutete offene Zukunft. Niemand sollte darauf seine Parolen schreiben. Vielen Dank.